Hallo liebe Freunde, da bin ich wieder, euer Papillon von den Neon Green Monkeys und ich bin auf dem Weg zum östlichen Vorposten. Hab mich gerade mit meiner Tauchkapsel aus dem Boot gesprengt. Und hoffe, dass ich hier den richtigen Weg eingeschlagen habe. Und hier durch diese Höhle ist mir mal der Megalodon entgegengekommen. Das war außerhalb einer Aufnahme. Da habe ich mal so für mich gezockt. Und ich war da oben am Felsen und da dachte ich, oh, was kommt da Dickes an? Ja, mal schauen, wie wir uns heute anstellen. Wieder ganz alleine unterwegs. Ohne unseren Smitty. Aber bin ich jetzt beim Schiffsunfall? Sieht fast so aus. Sehen noch mal ein bisschen nach da. Das Schiff will ich jetzt nicht hier looten. Obwohl, was hier so auf dem Weg liegt, können wir uns gerne mitnehmen. Da höre ich doch schon jemanden. Der MP. Warum nehmen die Haie uns immer ins Visier? Na, jedenfalls die Richtung, in die ich schwimmen will. Das ist jetzt ein Soundbug oder hat da jemand geballert? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich auch noch auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Ja, das ist. Nehmen wir doch mal die. Nee, wo war die Harpune? War hier nicht eine Harpune noch? Auch schön, wie hier ein Käfig hinkommt, ne? In eine Höhle. Da oben ist einer. Und der hat natürlich eine bessere Waffe. Ah, ärgerlich. Da sind wir wieder auf dem Boot. Bei Popeye. Das ärgert mich wirklich, dass der uns eben gekriegt hat. Schießen wir uns raus, weil ich weiß, wo es dahin geht. Ja, das Skin haben wir schon mal ein bisschen geändert hier von unserer
mal. Tauchkapsel. Ich könnte mich ärgern, dass ich mich jetzt schon rausgeschossen habe, aber egal. Habe ich einen weiten Weg zu schwimmen. Ja, ärgerlich. Da fehlt mir mein Wingman, der Smitty. Haben wir drei schöne Treffer bei denen gelandet, aber der war jetzt auch nicht so dumm und ist auf uns zu geschwommen. Und die Gegend kennen wir schon, die Beatesbucht, wo wir erstmal uns hinmachen. Und dann schlagen wir uns nach Steve. Der ist da ganz oben, quer durch. Wow, da können wir jetzt schon machen. Ja, schlagen wir uns jetzt schon mal quer durch. Der ist oben beim Schlund und beim Überlauf. Also einmal quer durch Map. Hören wieder Schüsse. Haben wenigstens schon mal ein bisschen Loot. Schatz haben wir auch. Schon mal eine Markierung zum Überlauf. Ja, ob wir es alleine schaffen. Bis da oben. Niemand weiß es. Das Plätschern, was ihr vielleicht hört, das sind Haie. So, genug gelootet. Nee, den helfen wir doch nicht. Gehen jetzt hier runter, versuchen von hier unten wegzukommen. Den lassen wir da mal schön. Der wird schön aufgeknabbert. Und genug Haie an den dran. Ach, über mir. Ja, über mir war auch einer. So, 14 Minuten haben wir, bis der Battle Royale Modus wieder startet. Und wir versuchen mal querfeld einzuschwimmen. Dann seht ihr. Vielleicht einiges. Ja.
Ja, die Haie versuchen mal links liegen zu lassen. Da waren wir im Schatten von einem Hai drin. Durchgeschossen haben wir keine. Ja, der wollte sich mit mir anlegen. Dr. Benny, was hast du jetzt davon? Hatte nur Stahlpfeile. Nichts Lohnenswertes, aber doch etwas, was man braucht hier. Ich schon ein paar Jahre Paranoia wegen den Schatten. Hier ist doch auch plätschern. Oh, da. Oh, jetzt geht's ins dunkles Gebiet. Ah, da ist wieder einer. Von einem Hai geschüttet und gerüttet wird. Vielleicht kriegen wir den. Stahlpfeile hatte der. Ja, nur also nichts Lohnendes. Ja, das ist noch hier so ein Bug in dem Spiel. Dass man die nicht killen kann. Nicht wirklich. Oder manchmal nicht. Aber ich habe genug Sauerstoff. Das war wohl hier die Bohrinsel oder was, weiß ich jetzt nicht. Will ich auch nicht erkunden. Ich weiß nur, es wird dunkel. Oh oh, das ist nicht gut. Dass es so dunkel wird. Und bin ganz alleine in haiverseuchten Gewässern unterwegs. Ich glaube, wenn jetzt der Megalodon kommt, ey. Auf einmal aus dem Dunkeln auftaucht.
Dann kommt die Angst. Wir bleiben unserem Ziel treu, hier quer durch die ganze Map zum Überlaufen zu schwimmen. Links und rechts von uns Palanze. Und vor uns. Weil dann müssen wir wieder die Meerjungfrau machen. Ja, das hier sieht schon aus. Ein Pipeline, die wir hier kreuzen. Obwohl alles so unberührt hier aussieht, so harmlos, waren hier doch schon mal Menschen. Habe ich dich zuerst gesehen, Rack? Sorry. Und ein Sturmgewehr. Sieht doch schon mal gut aus. Und wieder rein ins Dunkel der Nacht. Okay. Kein Tageslicht rankommt. Diese ganzen Boote und Schiffe, die hier versunken sind, war das der Megalodon? Wir wissen es nicht. Jedenfalls sieht es so aus, ne? Als wenn hier jemand reingebissen hätte. Mal schnabuliert hat. Oder stammen die alle aus dem Film Jaws, der weiße Hai 1 bis 4? Bestimmt gibt es auch noch einen fünften Teil. Und hier haben wir wieder einen klaren Meeresboden. Mit nix. Nix außer Sand. Und eine Pipeline, wo wir uns hinter verstecken können. Aber wir haben ja ein leuchtendes Schuss. Ein Sturmgewehr. Und jemand pickt den Megalodon an. Oh, was war das? Was war das? Ein Geräusch. Ich habe immer so das Gefühl, wenn das Geräusch kommt, dass da irgendwie der Megalodon. Natürlich auch gut getroffen. Der D'Accord.
Sturmgewehr ist doch noch besser. Oha, was ist das für ein Hai? Schnell einmal Gesundheit aufnehmen und den nächsten da looten. Aber nicht zu lange brauchen dafür. Das ist schon ein besseres Sturmgewehr. Das Wagen, schwimmen wir da rein, da durch. Wir wagen es einfach mal. Da unten ist Loot. Loot, Loot, Loot. Loot tut gut. Ah, was, wo wir die Flossen sollten tanken. Der Wassersturmgewehr, Mini-Raketen. Grafisches Visier können wir bauen. So. Und da seht ihr schon. Wir nehmen uns erstmal ein bisschen Gesundheit. Hier schon mal die Action los. Sind gut. Das haben wir ja mit den Smithy zusammen gesehen. Schnell in diesen Blutbereich rein. So, was haben wir da Schönes eingesammelt? Taschenlampe, die kam weg. Mittlere. Ah, Rotpunktvisier für unseren. Für unsere Harpune. Nicht schlecht. Können wir besser ziehen. Stahlpfeile. Harpunen. Immer her damit. Oh, wir hören es hier schon plätschern. Luft. Puhn, her damit. Eine Weste schadet nie. Nie die Gasköderkanone. Stahlpfeile her. Ja. Und für sie haben wir Erste-Hilfe-Kasten. Schnelllage Magazin. Taschenlampe brauchen wir nicht, so einen Schnickschnack. Habe ich hier oben noch was gesehen? Hier die Gas. Hakenmunition. Stahlpfeile. Durch die Mitte hier. Schnell hier hinten hin. Nochmal die Stahlpfeile. Taktischen Griff, den können wir glaube ich verwenden. Schon mal ein Medikit.
Jetzt geht die Jagd los. Was ist das für ein Propeller? Setzen uns mal die Wegesmarkierung dahin. Und dann holen wir uns eine Kapsel. Ah, können wir gar nicht. Oder haben wir so ein Ding? Ja, haben wir. Dann können wir uns da hinballern. Zum Überlauf. So. Vier Leute mussten dran glauben, wegen uns. Hinter uns hören wir schon Rattern. Was ist das für eine Bunkeranlage? Müssen wir irgendwann mal erkunden. Jetzt haben wir ein bisschen weniger Zeit dafür. Obwohl, Harpunen nehmen wir immer mit und den Erste-Hilfe-Kasten. Weil wir wissen ja nicht, was auf uns noch wartet. Oh, ein Berg. Und so ein fetter Frachtkahn, der hier runtergeholt worden ist. Ab zum Schlund. Müssen wir hier nur an dem Berg vorbei. Wir schon ziemlich hoch. Sind wir hier bei Leons Drillingen? Kann gut möglich sein. Nehmen wir doch den Rotpoken. Um schneller voranzukommen. Ja, Smitty hatte uns ja schon mal mit einer Harpune angeschossen. Da haben wir ja gesehen, wie stark die Durchschlagskraft so einer Harpune ist. Deswegen haben wir auch hier eine Harpune genommen. Halbwegs gut durch die Gefechte gekommen sind wir. Und da sehen wir schon die Station. Das ist doch mal optimal. Setzen wir uns gleich eine neue Wegesmarkierung. Lassen uns hier rausballern. Schießen uns hier weg. Optimal. Schnelles Reisen wird ermöglicht. Durch die Tauchkapseln. Oh, und dann auf zum Schlund.
bizarre Formationen hier unter Wasser. Und wir legen mal eine kleine Pause ein und nehmen uns zwei Druckluftflaschen. Oder eine reicht sogar. Um auch weiterhin das lebende Elixier von von Sauerstoff genießen zu dürfen. Flitzen wir mal schnell durch hier durch die Ruinen. Und hören vor uns die Action. Ja, mein Freund, dich hat's erwischt. Hast du denn was Gutes für mich? Steilpfeile. Kann ich alle gebrauchen. Er hatte doch da auch auf jemanden geschossen. Und dann gehen wir mal schnell in tiefe Gefilde. Oh, ich sehe schon kommen. Stevie. Stevie Wonder. Was geht da vor? Ein bisschen abtauchen. Jetzt nicht den Helden so spielen. Mal ein bisschen bedeckt halten hier. Was aufblitzen sehen. Weiß ich nicht. Thank you.
Ja, da haben wir einer langsamen Schussfolge und geben uns gleich wieder Stahlpfeile. Da hinten den looten wir nicht. So schnell wird man umzingelt von Leuten. Ja. So schnell geht das. Oh, das sehen wir doch schon selben. Von wo, von wo, von wo, von wo. Wo seid ihr? Restlichen fünf. Sehr schwierige Situation. Dann nehme ich doch gleich mal meine erste Hilfe. Das Schlimmste wäre ja, wenn mir der Sauerstoff ausgeht. Lagern wir uns oder wie? Eine Wärmequelle jetzt. Da kommt der Schild schon.
sind die anderen? Wo sind die anderen Spieler? Katz und Maus Spiel jetzt. Da hinten höre ich Schüsse. Oder waren das jetzt keine Schüsse? Jetzt nur noch mehr. Katz und Maus Spiel. Na, wo ist der Yakuza? Das. Oder Steve. Jetzt ganz still. Ja. Spannend. Da vorne kann er ja nur drin sein.
Wunderbar. Die One-Man-Army hat gesiegt. Euer Papillon war siegreich. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal, wenn ich in die Tiefen des Ozeans stürze.